Ja, hallo liebe Angelfreunde. Wir melden uns heute aus Heiligenhafen. Am 17. Juni, Anglerdemo 2.0, haben wir erzählt und verkündet, es ist 12:05. Wir haben jetzt September und leider Gottes müssen wir mittlerweile das Ganze korrigieren und sagen, es ist 12:05. Wir haben heute Montag, es ist super Angelwetter, wenn wir uns umschauen, aber die Kutter, die liegen im Hafen. Es fehlen einfach die Angler. Und wenn wir uns den Kutter hinter uns anschauen, dann sehen wir nächste Fahrt Mittwoch 7.30 Uhr. Heute ist Montag, das heißt heute nicht draußen, Dienstag nicht draußen. Und das ist die Realität. Das Ganze entstanden einfach durch das Backlimit. Und deshalb haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten einfach mal intensiv mit der Thematik beschäftigt. Auch wenn es ein bisschen ruhig war, was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, haben wir uns im Hintergrund auf Landes-, auf Bundes- und auf europäischer Ebene mit Politik und Wissenschaft unterhalten. Und die Ergebnisse, die möchten wir euch heute in einem Video präsentieren. Ja, das Backlimit. Was gehört eigentlich alles dazu? Zu Backlimit gehört unter anderem natürlich das, was an laichfähigen Bestand, die sogenannte Biomasse, was an Tieren dort vorhanden ist. Wir haben euch eine Grafik vorbereitet, die einfach mal die Entwicklung zeigt. In den Jahren 2013 bis 2016, 2017, aber natürlich auch die Berechnung bis 2019. 2013 bis 2017. Einschließlich 2017 ist das relativ konstant im Niveau. 2018 seht ihr dann, da geht der Bestand dann schon an die 30.000 Tonnen ran. Das heißt, da sind wir in dem sogenannten sicheren Bereich und müssen uns eigentlich relativ wenig Sorgen um den Nachwuchs machen. 2019 kommen wir in den Bereich über 50.000 Tonnen. Ich glaube, da erübrigt sich alles. Wir sehen, der Dorsch entwickelt sich. Und wenn wir uns dann im Vergleich auch noch die Nachwuchszahlen angucken in den Jahren 2013 bis 2016, dann werden wir feststellen, dass der 2016er Jahrgang, hier in der Grafik dargestellt als 2017, weil dann sind natürlich die Dorsche erst messbar, weil einjährig, das heißt der 2016er Jahrgang ist mit 65.000 Tonnen so stark ausgefallen wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns hier überhaupt keine großen Sorgen machen. Und was wir daraus natürlich ganz klar ableiten können, ist, der Angler definitiv nicht schuld ist an einem schlechten Jahrgang 2015, denn das Backlimit greift erst seit 1. Januar 2017 und ja, das stellen wir ganz klar fest, wir haben absolut starken Nachwuchs. Gucken wir uns natürlich auch mal die Fänge an, wenn wir sagen, es gibt natürlich auch sicherlich andere Ursachen und Einflüsse auf Dorschbestände, und wir haben uns einfach mal die Mühe gemacht und haben ja die Fänge der kommerziellen Fischerei in der westlichen Ostsee und die Fänge der Freizeitfischer in der westlichen Ostsee verglichen. Und da haben wir auch wieder eine Grafik für euch vorbereitet. Die rote Linie, die ihr seht, das sind die Fänge der kommerziellen Fischerei inklusive Discard, also Beifang. Und unten diese blaue, relativ konstante, lineare Linie, das sind die Fänge der Freizeitfischerei. Und da ist ganz klar zu erkennen, wo die kommerzielle Fischerei ursprünglich mal herkommt. Die Freizeitfischerei war immer relativ konstant. Also das kann auch nicht die Ursache sein. Damit wollen wir einfach nur mal darstellen. Und das ist ja einfach so, dass man uns immer vorgehalten hat, die Freizeitfischer fangen so viel wie die kommerzielle Fischerei. Es ist nicht so. Auf der nächsten Grafik könnt ihr ganz klar erkennen, man hat einen Schnitt ermittelt für die Freizeitfischerei von 2654 Tonnen. Das ist unsere Quote in Anführungszeichen, auch wenn wir laut Politik keine offizielle Quote haben. Und dann guckt euch mal den großen Balken an mit knapp über 8000 Tonnen. Das sind die durchschnittlichen Fänge der kommerziellen Fischerei in den Jahren 2014 bis 2016. Also ich kann dort nicht erkennen, dass die Freizeitfischer so viel fangen wie die kommerziellen Fischer. Ich sehe da doch einen großen Unterschied. Ja, wenn wir davon sprechen, dass die Anglerzahlen rückläufig sind, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Fangmenge der Freizeitfischerei. Wir sind einfach losmarschiert und haben uns die realen Zahlen besorgt. Wie? Relativ einfach. Wir haben die Hafenämter gefragt und haben uns schriftlich die Zahlen der Jahrgänge 2016, 2017 der Hochseeangelschiffe an der deutschen Ostseeküste geben lassen. Dabei ist herausgekommen, dass wir einen Rückgang von knapp 32% entlang der deutschen Ostseeküste haben. Und diese 32% weniger Angler bedeutet ja auch logischerweise 32% weniger mögliche Fänge. Die Minderfänge durch den Rückgang, die müssen natürlich Berücksichtigung finden.
wenn wir 32% weniger Angler nur auf den Hochseeangelschiffen haben, den Rückgang also auf Kleinbooten oder im Brandungsbereich überhaupt nicht berücksichtigt, dann kommen wir schon rein rechnerisch nicht auf 1754 Tonnen, sondern nur noch auf 1471 Tonnen. Und so haben wir uns dann das Ganze auch aufgebaut, unsere Rechnung, und gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir 5 Dorsche haben, wenn wir 6 Dorsche als Backlimit pro Angler pro Tag haben oder bei 7 oder 8 Dorschen. Und so haben wir die einzelnen Zahlen zustande gebracht, nämlich bei 5 Dorschen 1471 Tonnen, die uns zur Verfügung stehen. Also eine deutliche Kürzung. Gleich ist es bei 6 Dorschen mit 1607 Tonnen. Auch da können wir noch ganz klar eine Kürzung erkennen. Und selbst bei einem Backlimit von 7 Dorschen pro Angler pro Tag auf 12 Monate, also nicht mal eine Reduzierung in der Laichzeit Februar, März, wäre noch eine Quotenkürzung, nämlich nur noch 1720 Tonnen. Also haben wir gesagt, und das ist grün dargestellt, dass wir letztendlich mindestens 8 Dorsche pro Angler pro Tag haben müssen als Backlimit. Das Ganze auch auf 12 Monate, keine Reduzierung in der Laichzeit Februar, März, um 1834 Tonnen, also ungefähr die Quote von 2017, dass wir die wieder haben, die uns zusteht. Denn, und wir werden auch in 2018, so sieht es zumindest aus, einen weiteren spürbaren Rückgang bei den Hochseeangelschiffen haben. Denn haben wir uns in 2016 die Auftragsbücher im Herbst angeguckt fürs Frühjahr 2017, so waren diese schon gut gefüllt. Wenn wir uns jetzt die Auftragsbücher angucken und die Buchungszeit läuft aktuell 2018, die Auftragsbücher sind leer. Angelschiffe, die jetzt das nicht überleben, die wegfallen, sind unwiederbringlich verloren. Deshalb 8 Dorsche pro Angler pro Tag in 2018. Ja, das waren viele, viele Zahlen. Wir haben uns intensiv und lange mit der Materie beschäftigt. Wir haben versucht, ganz tief einzutauchen in die Zahlen, in die Wissenschaft. Wir haben, wie gesagt, viele Gespräche geführt, viele E-Mails geschrieben, dass wir diese Zahlen auch wirklich so aufbereiten, und haben versucht, euch das Ganze mal so bildlich darzustellen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür habt, warum wir jetzt rausgehen und sagen, ein Backlimit von 8 Dorschen pro Angler pro Tag in 2018 ist eigentlich Minimum, was man im Angeltourismus, was wir Angler akzeptieren können. Deshalb nochmal an dieser Stelle der Appell an die Politik, der Appell an die Wissenschaft: Gebt dem Angeltourismus eine Zukunft, erhöht das Backlimit auf 8 Dorsche pro Angler pro Tag in 2018, 2019 Wegfall des Backlimits bei der voraussichtlichen Entwicklung. Der Dorschbestand gibt es her, also bitte rettet den Angeltourismus. Uns bleibt Daumen drücken, bis bald, vielen Dank.